So, willkommen zu einer kleinen spontanen Folge Ramses Kitchen noch aus Erfurt zurück. Und ich habe das Dümmste gemacht, was man machen kann. Ich habe mir extra aus Erfurt am letzten Abend noch zwei Döner geholt und die mitgenommen. Die hatten nämlich Falafeldöner. Ich habe noch nie Falafeldöner gegessen. Und Halloumi-Döner. Die wollte ich beide noch probieren. Da waren wir aber vorher bei Faust Food und ich habe diesen Doppel. Wie heißt? Was habe ich vorhin gesagt? Dieses Rindfleisch, dieses besonders tolle Wagyu, genau. Diesen Double Wagyu Burger, Barbecue Bacon Burger gegessen und habe mir trotzdem noch zwei Döner mitgenommen. Jetzt sind die natürlich kalt. Jetzt bin ich zurück angekommen und wir wollen trotzdem mal gucken, auch wenn die kalt sind. Wie sehen die aus? Wie schmecken die vielleicht? Was übrig ist vom Geschmack? Deswegen packe ich die erstmal aus, zeige die euch und ja, gibt's halt alles, wie gesagt, hier nicht. Damals, die Sophie hat immer gesagt, Falafel, sie isst so gerne Falafel, ob es keine Falafel bei uns gibt. Ich wusste einfach nicht, was das ist. Mittlerweile da unten beim Panorama-Restaurant gab es ja, glaube ich, Falafel. Dieses Kichererbsenpüree mit frittiert, was da so kleine Bällchen gibt oder. Sieht aus wie Nuggets, ist aber natürlich alles vegetarisch. Und Halloumi ist ja auch einfach nur dieser Käse. Sprich, da ist auf beiden jetzt, denke ich mal, kein Fleisch drauf. Wir gucken uns aber den ersten mal an. Auf dem einen steht gar nichts. Das ist der erste, da steht nichts drauf. Ich weiß die Nummern leider nicht mehr. Den packen wir jetzt erstmal aus. So. Ich beiß dann einfach rein oben und freue mich. Ich glaube, die sind auch beide mit scharfer Soße. Soße. Das ist also der erste hier. Kann man ja mal so zeigen. Den machen wir mal auf. Da sehen wir auf jeden Fall, da ist Mais drin und Bohnen. Das müsste eigentlich. Das sieht komisch aus. Sieht aus wie Hähnchenfleisch. Entweder sind das jetzt die Falafel, die halt eben so frittiert sind. Ich zeige den noch mal so kurz, wenn wir den aufmachen, aufklappen, da seht ihr auch das Kraut dabei. Adi versucht gerade unten drin rumzuwühlen. Da müssten die Falafel drin sein. Wir nehmen den jetzt mal hoch, beißen da mal rein, gucken mal, wie der schmeckt. Sieht auf jeden Fall sehr bunt aus, sehr gesund, ist jetzt halt trocken, ist alles aufgesaugt. Und man merkt auf jeden Fall die scharfe Soße. Oh, die. Schmeckt aber trotzdem noch irgendwie frisch. Ist zwar kalt, aber ist auf jeden Fall nicht so trocken, wie ich dachte. Sieht gut aus. Sieht bunt aus. Kann man essen, auch einen Tag später noch. Der Adi kämpft so lange mit der Tüte. Bin ich mal gespannt. Also, wenn es solche Döner bei uns gibt, würde ich mir auf jeden Fall öfters einholen. So eine vegetarische Variante ohne Fleisch, aber mit Falafel drauf. Wunderbar. Wir packen den kurz wieder ein. Probieren mal den anderen, da bin ich mal gespannt mit Käse, ob das dann nicht so gummiartig ist jetzt, wenn das kalt ist. Na, die frisst schon die Tüte. Da müssen wir uns beeilen. So, hier der andere. Da steht, glaube ich, eine 4 drauf. Vielleicht soll das auch eine 7 sein. 7 up. Den machen wir auch auf. Der kommt mir ein bisschen dicker vor wie der andere. Da ist auch diese scharfe Soße drauf, die sehr cremig aussieht. Und so orange. Den ziehen wir mal auf. Und ich sehe, wir haben uns komplett geirrt. Denn der andere ist der mit dem Halloumi-Käse. Hier sieht man jetzt ganz deutlich diese Stückchen, die da drauf sind. Wir können mal eins rausnehmen. Das sind die Falafel. Mein Gott, das ist dieses zusammengepresste Kichererbsenpüree, was man da hat. Also der mit dem Käse hat gut geschmeckt. Der mit dem Käse hat mich richtig überrascht. Und das mit den Falafel, stelle ich mir aber vor, könnte etwas trockener sein, dadurch, dass das ja alles so
Ja, so Pampe ist, so staubiges. Sieht aber auch so aus wie der andere. Auch mit Mais drauf, auch mit Bohnen. Der macht wahrscheinlich überall auf seine Döner Mais und Bohnen. Gibt's bei uns gar nicht. Hier weht ein anderer Wind. Aber auch schön anzusehen, immer diese Gurkenstückchen und die Tomatenstückchen. Das gibt's ja hier auch gar nicht mehr. Da wird einfach eine Scheibe Tomate draufgelegt und das war's. Früher haben die auch mal diese kleinen Stückchen überall gehabt. Wir gucken mal, wie dieser Falafel, Mais, Bohnen, Döner schmeckt. Beißen da auch wieder einmal hier in die Mitte und vielleicht einmal hier auf das dicke, fette Breide am Rand. Aber bin ich jetzt überrascht, dass das andere der Käse war und nicht gummiartig war, sondern trotzdem noch frisch und lecker geschmeckt hat. Oh. So, wir sind angekommen, wieder von oben in die Mitte, ne? Hm. Da merkt auf jeden Fall diese frittierte Kruste außenrum, die, wenn sie älter ist, beziehungsweise aufgeweicht ist, einfach nur eine matschige Pampe bildet. Natürlich sind die Falafel jetzt nicht so würzig. Nehmen ein bisschen den Geschmack raus. Da war der Käse natürlich intensiver vom Geschmack. Ich glaube also, ich merke auch da die Schärfe nicht so sehr. Ich glaube, das wäre eher was für meine Mom, weil der eben nicht so scharf wirkt. Und der andere, der so richtig kräftig ist und auch mit der scharfen Soße, wenn die so durchkommen, das dann eher was für mich, damit man richtig was hat. Wir beißen aber nochmal hier hinten rein, in diesen großen Block. Schmeckt auf jeden Fall anders als ein normaler, gewöhnlicher Döner. Würde ich aber trotzdem auch nochmal essen. So zur Abwechslung kann man sich das gerne mal gönnen. Mein Favorit aber trotzdem der Halloumi-Döner. Habt ihr schon mal Falafel-Döner probiert? Habt ihr schon mal Halloumi-Döner probiert? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir werden den jetzt hier noch fertig essen, den anderen auch. Ne? Schaffe ich nämlich nicht alleine. Doch, würde ich schaffen, aber wenn die Mom da ist, wird immer geteilt. Und das war's von meiner Seite eigentlich. Wie gesagt, wir sind zurück aus Erfurt. Ich muss die ganzen Sachen noch schneiden, hochladen, die ganzen anderen Videos, die ganzen anderen Essenssachen, zwischendurch irgendwas, die Roomtour, aber die ist bestimmt schon längst online und die Pokémon-Videos. Das war's also von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.